Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Tutorial. Irgendwie sowas in die Richtung, keine Ahnung. Ich weiß nie, wie ich sowas beginnen soll. Aber ihr seht schon, hier steht irgendwie so ein Priester rum. Der stand hier sogar rein zufällig rum. Zumindest glaube ich, dass es ein Priester sein soll. Hi. Na, alles fit? Er hat zumindest jedenfalls was Lilanes an. Und genau das ist, was wir diese Folge machen werden. Nämlich werden wir... Trommelwirbel! Werden wir eine Kirche bauen, weil morgen ist ja... Ostern und so, und da dachte ich christlich, ach, vergesst es, wir legen einfach los. Ich richte mal mein Mikrofon und dann legen wir mal los. Es wird auf jeden Fall keine Kirche, es wird mehr so eine kleine Kapelle, eine Kirche werden wir irgendwann anders bauen. Aber es muss ja in ein Tutorial passen, deswegen legen wir mal sofort los. Wir brauchen Cobblestone und legen uns jetzt mal unsere Grundmauer an. Und zwar würde ich sagen, passt das hier hinten ja schon fast, wie das hier drin liegt. Wir werden einen Kreis bauen, weil Kirchen kreisförmig sind, zumindest kleine Kapellen, so wie ich sie kenne. 5, 2, dann wieder 2, dann hier wieder 5, 1, 2, 3, 4, 5, dann wieder 2, dann wieder 2, und dann, ihr habt es geraten, 1, 2, 3, 4, 5, richtig, wieder 2, wieder 2, dann wieder hier 1, 2, 3, 4, 5, ja, stimmt alles soweit, 1, 2, 3, 4, 5, wieder 2, hallo, und wieder 2. Dann sieht das Ganze in etwa so aus, und ich finde, das sieht ziemlich schnieke aus. Was wir jetzt machen können, ist erstmal slash fill 0 in einem Radius von 50, damit wir die ganze Scheiße hier mal wegbekommen. Okay, wir machen nicht 0, wir machen 1. Okay, es funktioniert auch immer noch nicht. Ich dachte, so könnte ich das Gras mal wegbekommen. Anscheinend aber nicht. Und Minecraft glitcht rum. Cool. Ja, mag ich. Als nächstes holen wir uns einen Holzstamm unserer Wahl. Ich nehme einfach mal das ganz normale Oakwood, weil... ich finde, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jetzt müssen wir ein bisschen tricksen, damit das Ganze hier gut aussieht. Und zwar setzen wir immer die äußeren Blöcke von den Cobblestones durch Holzfehler. Machen wir einmal. Und dann sieht das Ganze in etwa so aus. Huch, da habe ich gleich einen mehr platziert. Ist aber nicht tragisch, denn das werden wir gleich auch noch hochstecken. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Eingang. Ich weiß noch nicht, ob ich den hier haben will oder hier. Ich glaube eher hier hin, oder? Ja, ich glaube, ich mache ihn eher hier hin. Und zwar werden wir hier so ein kleines Eingangsding bauen. In etwa so. Hier kommen dann natürlich auch noch Cobblestone dazwischen. Hier auch noch. Und dann kann da eine Tür hin. Wunderbar. So einfach ist das Ganze. Was wir jetzt machen können, ist hier einfach schon mal den Boden ausheben. Hier dieses Ding weg, weil da wollen wir ja gleich durchlaufen, ne? Das Blöde ist, ich kann halt hier jetzt schlecht mit World Edit arbeiten, weil ich, na, sag schon, keine Vierecke benutzt oder so, und zumindest weiß ich bis jetzt noch nicht, wie man Kreise in World Edit benutzt, also von daher, ja, reißen wir hier einfach mal per Hand den Boden raus, sollte ja kein Problem sein, müsst ihr wahrscheinlich auch machen, wenn ihr kein World Edit habt, und ja, kann ich euch mal Gesellschaft leisten, so fühlt sich das also an, wenn man kein World Edit hat, interessant. Ah, ich weiß noch, wo ich ohne World Edit gebaut habe. Das war eine Qual. Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. So, jetzt aber, meine Freunde, jetzt können wir es benutzen für das letzte Stück. Und machen hier einmal ganz kurz slash slash set 0. Und dann ist das Ding weg. Ja, endlich. Jetzt können wir uns hier reinstellen und machen slash slash fill 5 Doppelpunkt 1 in einem Radius von 50. Mal dunkles Holz. Dankeschön. Ich weiß nicht, irgendwie ist World Edit heute ein bisschen hinterher. Kann das sein? Aber an meiner Framerate liegt es nicht. Komisch. Ich glaube, das hier ist mir ein bisschen zu lang. Vielleicht will ich das sogar nur bis hier oder sogar nur bis hier hin machen. Yep. Weil, keine Ahnung, ich will das nicht so aufdringlich haben. Ganz einfach der Grund deswegen. Hier, das kann dann folglich auch weg und durch normales Gras ersetzt werden. Vielleicht machen wir da auch noch ein bisschen Boden hin und so, aber wie gesagt, gleich. So, dann hier einmal das Ganze hochziehen. Und zwar ziehen wir das auf eine Höhe von... lass mal überlegen. Hier vorne sollten 4 Blöcke schicken. Und hier oben ziehen wir das auf eine Höhe von 6 Blöcken. Sieht das gut aus? Ich denke, das sieht einigermaßen okay aus. So, also hier 4 Blöcke und den Kreis dann auf eine Höhe von 6 Blöcken. 1, 2, 3, 4, 5. 6, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, doch, stimmt noch soweit alles. Also bis 4 habe ich das mittlerweile relativ gut drauf, die Blöcke intuitiv zu bauen, aber ab 5, 6, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ich weiß auch nicht. Irgendwann hat man einfach so diese Routine in Minecraft drauf, wenn man weiß, okay, ich will das jetzt 4 Blöcke hochbauen, dann weiß man genau, wie lange man irgendwas zu drücken hat. Muscle Memory oder so nennt sich das, glaube ich. Das ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Thema. Kann man mal drüber nachdenken.
oder ein bisschen philosophieren, wer denn mag. So, machen wir einmal den da, genau. Dann sieht das Ganze in etwa schon mal so aus. Hier kann man dann halt ziemlich cool große Fenster drin haben, deswegen mag ich dieses Design so. Und mein Trackpad ist noch an. Deswegen also. Sauerei. Ich mach mal meinen Lüfter an. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ja, wird in Ordnung sein. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt holen wir uns einmal Wool aus dem Inventory. Einmal Wool, die gute alte Dame. Weiße Wolle. Einmal hier, packen wir hier einmal rein. Zack, 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 zack. Nichts Besonderes, relativ simpel. Auch wie meine anderen Gebäude eigentlich. Alle. So, und jetzt ziehen wir das hier oben einmal durch. Bam, 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 bam. Es müsste so einen vertikalen Füllbefehl von World Edit geben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es den sogar, aber ich habe ihn bis heute noch nicht gefunden. Kann natürlich auch sein. So, hier, wie machen wir das denn jetzt? Machen wir hier sowas in die Richtung und dann machen wir sowas in die Richtung und dann können wir hier Fenster reinpacken. Wäre das akzeptabel? Ich denke, das wäre mehr als akzeptabel. Hier dann natürlich genau dasselbe. Hier oben einfach mal so ein kleines umgedrehtes U hinbauen. Hier das dann wieder durchziehen. Durchziehen. Einmal umgedrehtes U. Bam, 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 bam. Und dann hier auch noch einmal durchziehen. Können wir da überall Fenster reinpacken und das wird ziemlich cool aussehen. Denke ich. Hoffe ich zumindest. Hier an den Seiten habe ich das irgendwie vergessen. Komisch. So, kommen wir zu dem Punkt, wo wir schon mal so ein kleines Vordach bauen. Und zwar brauchen wir Slabs. Und zwar brauchen wir die Sprucewood Slabs und die Oakwood Slabs. Genau. Damit werden wir das Ganze jetzt nämlich einmal bauen. Und zwar ziehen wir das einmal so rum. Einmal so. Mhm. Und jetzt machen wir das wie folgt. Hä? Habe ich hier nicht die Sprucewood Slabs verwendet? Sauerei! Also hier unten bei dem ersten Rahmen verwendet ihr die Sprucewood Slabs und dann beim zweiten Mal die Oakwood Slabs. Das ist der Plan. Vielleicht ziehen wir die hier sogar noch so weit durch. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Einmal so, einmal so. Dann einmal den da. Das da war falsch. Bam, bam, bam. Und dann machen wir hier oben einmal den da drüber. Sieht dann in etwa so aus. Eigentlich ganz schick, oder? Was meint ihr? Ich finde das gar nicht schlecht. Hier müssen wir jetzt natürlich irgendwie ein bisschen improvisen. Sieht dann in etwa so aus. Ja, doch lässt sich doch als Kirche ansehen, oder? Was meint ihr? Ich finde, das geht eigentlich voll in Ordnung. Oder wisst ihr was? Wir machen das so. Haha. Das ist natürlich auch nicht schlecht, oder? Ja, das ist sogar noch besser. Das ist cool. Mit einer Ausnahme, dass das hier dann das werden muss. So. Und das da sieht dann halt ein bisschen scheiße aus. Naja, egal. Komm vor. So. Kümmern wir uns doch mal um die Fenster. Ja, warum denn nicht? Das hier erstmal wieder kurz gelöscht. Dann gehen wir mal in die Glass Panes rein. Oh, ich bin schon in der Suche. Oh, yo, haben wir hier viel zur Auswahl. Das sieht eigentlich eines geiler aus als das andere. Das White Stain sieht auch cool aus. Die sehen cool aus. Oh, das sieht cool aus. Oh, das sieht auch cool aus. Und das da will ich noch. Und jetzt platzieren wir die einfach random hier rein, damit es so aussieht, als ob wir hier irgendein Mosaik drin haben oder so. Keine Ahnung, denkt euch was aus. Das ist so meine Standardaussage. Keine Ahnung, denkt euch was aus. Vielleicht hier nochmal so ein Blue und dann hier nochmal so ein Grün. LOL, das connectet sich sogar zu so. Oh Gott, ist das geil. Kann ich hier sogar noch größer machen? Das wäre ja so geil. Yo. Yo, ist das geil. Heiligsblechle, kann man damit viel coolen Shit machen. Ist ja toll. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Hier hinten dann wieder dasselbe. Irgendwie ein bisschen random rumplatziert. Machen wir mal hier und machen wir mal den da. Und dann machen wir mal den da. Und hier unten können wir dann nochmal orange reinpacken oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Das hier gefällt mir noch nicht. So. Ja, das ist gut. Was natürlich noch richtig cool wäre, wenn da auch Licht reinscheinen würde. Aber ich glaube, das geht in dem Shader nicht. Vielleicht müssen wir gleich mal den Shader wechseln oder so. Können wir ja einfach mal tun. So, jetzt will ich aber mal sehen, wie sieht denn das Lilane aus? Das sieht auch nicht schlecht aus. Sehen alle ziemlich gleich aus, aber nicht schlecht. Oh, hier haben wir natürlich sehr viel mit dem gebaut. Dann packen wir doch mal hier sowas rein. Sieht dann in etwa so aus. Von außen sieht das auch tatsächlich aus wie eine Kirche. So, und jetzt machen wir mal slash weather clear.
Ist aber schon eine reiche Kirche, muss man schon sagen, ne? So. Kommen wir zu dem oberen Teil. Das hier kann ja erstmal alles weg. Ist auch weg, wunderbar. Baue ich das aus Labs? Baue ich das aus normalen Blöcken? Ich glaube, wir bauen das erstmal aus normalen Blöcken. Also brauchen wir einmal Oakwood Blanks und einmal Spruce Wood Blanks. Mit den Spruce Wood Blanks beginnen wir, indem wir das hier einmal so rumziehen. Bam, 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 bam. Jetzt müsste ich noch wissen, wie man so eine Sphäre baut in Minecraft. Das wäre natürlich auch noch nicht schlecht. Naja, egal. Bam, 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 bam. So. Dann einmal so, 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 so. Und dann hier einmal rum und hier einmal rum und hier vorne durchgezogen. So, das wird im Prinzip der Rahmen von unserer Kirche und ich finde, das sieht ziemlich fresh aus. Halt einfach so eine kleine Kapelle, ne? Ziemlich cool. So, bam, 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 bam. Weil wenn man jetzt immer nur die Blöcke dahin platziert, wo sie fehlen, dann sieht das irgendwann kacke aus. Das ist ein bisschen blöd. Anfangs geht das noch, aber am Ende muss man da sich irgendwie so eine Taktik überlegen. Ja, da bin ich noch nicht so gut drin. Kreise kriege ich mittlerweile hin. Kugeln in Minecraft, ja, ist noch so ein Problem. Sagen wir es einfach mal so. Holy crap. Oh, ich sehe, was hier los ist. Ich verstehe. Aha. Ha. Ja. Kleinere Probleme hier. Wir ziehen das Ganze einmal hier so durch. Einfach so. Und hier kommt dann irgendwas anderes hin. Damit das Ganze in etwa so aussieht. Ja, schon wesentlich besser. Der hier kommt auch noch weg. Und dann kann das hier weg. Und dann können wir die hier hin platzieren. Hier in der Block kommt weg. Puh. Ja, so sieht das schon besser aus. Wie sieht das von innen drin aus? Ja, total crappy, wusste ich. Was machen wir denn hier? Hier kommt definitiv noch so eine Slab hin. Und hier kommt noch so eine Slab hin. Und hier oben sollte das ja wieder halbwegs passen. Ja, naja. Man will sich nicht beschweren, ne? Und wisst ihr was, dann ziehen wir hier einfach Wolle drüber und dann passt das irgendwie. So, Und dann machen wir noch einmal den da und... Ja, komm, ist okay von unten. Ist in Ordnung. Meine Stimme hört sich gerade irgendwie komisch an. Oder fühlt sich zumindest komisch an. Ich weiß auch nicht, ob ihr das hört, aber irgendwie ist das komisch. So, hier einmal die Ecken reingezimmert. Ich glaube, die müssen wir auch ziemlich weit nach oben durchführen. Weil ansonsten sieht irgendwann unser Dach komisch aus und nicht so rund, wie ich das haben will. Hier einmal wieder dasselbe, dann hier einmal wieder dasselbe, bam, 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 bam. Ja, sieht noch gut aus, tatsächlich, aber gleich kommt so ein bisschen der tricky Part. Je weiter man die Ebenen nach oben geht, also je kleiner die Kreise werden müssen, desto komischer sehen sie irgendwann aus. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber, naja, man kann es nicht ändern. Das ist so das Problem, was man oft hat. Kann ich hier nicht vielleicht sowas machen? Nee, nicht wirklich. Scheiße. So, einmal hier rum. Bam, 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 bam. Einmal hier rum. Bam, bam. Einmal hier rum. Und dann sollten wir gleich schon wieder auf der anderen Seite rauskommen. Wunderbarski. Bis jetzt sieht es noch relativ gut aus, tatsächlich. Wie sieht das aus, wenn wir hier vielleicht sowas machen? Nee. Ganz, ganz furchtbar. Jetzt müssen wir hier definitiv mal eine Stufe kleiner gehen. Weil ansonsten sieht das irgendwann aus wie so ein komisches Spitzdach. Komisch. Dings. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Vielleicht weiß es ja der eine oder andere. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja, genau. Und jetzt machen wir hier einfach den da. Und machen den da. Und den da. Und den da. Sieht das von unten aus? Gar nicht so schlecht. Gefällt mir. Sehr kapellenmäßig. Cool. Ja, Mensch. So. Und jetzt nochmal den da und 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 hier nochmal die Wand hochgezogen. Und jetzt machen wir sowas in die Richtung hier. Platzieren wir hier noch die Blöcke dazwischen und dann sollten wir das Ganze eigentlich relativ gut abgeschlossen haben, oder? Wie sieht das aus? Ja, geht eigentlich voll in Ordnung. Ja, doch. Ist okay. Können wir machen. Können wir durchaus mitleben. So, dann brauchen wir natürlich hier noch eine Door. Die sieht doch ganz schick aus. Und dann nehmen wir hier kurz nochmal eine Stair. Und zwar eine Oakwood Stair. Oder nee, wisst ihr was? Wir nehmen eine Cobblestone Stair. Wir gönnen uns mal heute richtig. Machen wir mal so. Und dann platzieren wir hier von innen eine Tür. Dann sieht das Ganze in etwa so aus.
gefällt mir schon relativ gut. Dann benutzen wir hier oben nochmal ein Fans, weil wir es einfach können. Machen wir einmal so. Ja, genau. Könnte ja irgendwie so ein Kreuz darstellen oder so. Vielleicht. So, dann packen wir doch hier mal irgendwie so einen kleinen Baum hin oder so. Ein Sapling. Wo ist er? Der gute, der Oakwood Slapling. Der Slapling. Kennt jemand den Slapling? Der ist auch fresh. So, packen wir hier auch nochmal einen Sapling hin. Und ich weiß gar nicht, ob ich zu viele Saplings will, weil ansonsten wird das Ganze im Dorf ein bisschen zu voll, meiner Meinung nach. Was wir jetzt aber machen können, ist nochmal unseren coolen Trick anwenden mit unserem Brush. Und zwar, was hatte ich denn hier? Hier hatte ich irgendwie, ach du schon, weiß noch jemand die IDs? 98 ist die Standard und die sind, welche? 98.1 und 98.2, okay. Slash, slash, Brush. Sphere, 98,98,98,98,98, Doppelpunkt 1,98, Doppelpunkt 2 mit einem Radius von, ach sagen wir 4 Blöcken. Slash, mit einem Slash, Entschuldigung. Oh, wir müssen natürlich das Schwert in die Hand nehmen. Oh, die Bäume sind gewachsen. Der ist mir ein bisschen groß, aber naja, was willst du machen? Ich glaube, wir reißen den hier ab. Nee, gefällt mir nicht. Zu groß, mein Freund, du musst leider verschwinden. Komm, kusch dich. Mach dich weg hier. Ab da. So. Und jetzt machen wir nochmal Slash Mask und da machen wir Grass. Und jetzt sollten wir in der Lage sein. Ah, wunderbar. Können wir hier nämlich gleich so einen Platz davor zimmern. Können wir dann auch noch irgendwas Schönes hinmachen oder so. Können das ein bisschen designen und so. Weil das braucht ja eine Kirche. Davon lebt ja eine Kirche. So, bam, 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 bam. Eieiei, wie sieht das denn hier aus? Komm, mach das mal weg. Nee, sieht ja überhaupt nicht schön aus. Dann packen wir hier einmal kurz ein bisschen Gras rein, damit sich das wieder replaced. Und dann können wir hier einmal den da machen. Hier könnte man ja dann irgendwie einen Galgen hinmachen. So direkt neben die Kirche, das klingt doch gut, oder? Was meint ihr? Hier den Baum verschönern wir gerade nochmal, indem wir so machen. Und so machen. Und so machen. Wisst ihr was, wir ziehen es einfach mal komplett rum. Das ist irgendwie unser Kirchenbaum oder so. Keine Ahnung. Sowas in die Richtung. So, wisst ihr was, dann ziehen wir es hier auch nochmal glatt durch mit unseren Sphären. Damit der Marktplatz hier auch mal so ein bisschen Form erlangt. Wäre ja an sich gar nicht schlecht. Eieieiei, immer wieder dieselbe Scheiße hier. Na komm, so. Hier, das kann auch weg. Obwohl, eigentlich jetzt nicht zwangsläufig weggemusst, aber naja, egal. Einfach die Gegend ein bisschen schöner gestalten. Komm, weg damit. Sieht ja überhaupt nicht toll aus. Kusch dich. So, hier nochmal kurz einen Grasblock reinplatziert, damit das Gras schön lang wächst. Und dann machen wir einmal den da. Wunderbar. Und dann wächst unsere Stadt oder unser Dorf doch langsam. Hier könnte man dann irgendwie noch den Markt ein bisschen erweitern oder so, damit das ein bisschen größer wird. Oder vielleicht sogar noch ein kleines Häuschen reinzimmern. Mal gucken. Aber im Prinzip, rein theoretisch, die Kirche steht, wenn es euch gefallen hat. Oder die Kapelle. Eine Kirche würde ich schon anders bauen. Die Kapelle steht, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch gerne einen dicken Daumen nach oben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, wenn ihr neu dazugekommen seid, schaut auf meinem Kanal vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, baut fleißig weiter, ciao und haut da rein.